Guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr, dass Sie da sind und dass der gestrige Abend euch nicht abgeschreckt hat, sondern dass ihr bereit seid, weiter mit dieser schweren Kost zu leben und zu arbeiten mit dem Propheten Hesekiel. Gestern Abend habe ich versucht, eine kurze Einleitung zu geben und wir haben festgestellt, dass der Prophet Hesekiel aus dem 6. Jahrhundert vor Christus stammt, dass er im Südstaat Juda, genauer genommen in Jerusalem, der Hauptstadt und dem Tempelbezirk aufgewachsen ist, als Sohn einer Priesterfamilie und dass er als junger Mann im Alter von 25 Jahren in die babylonische Gefangenschaft weggeführt wurde, innerhalb einer Gruppe von ungefähr 10.000 Personen. Und 5 Jahre, nachdem er dort da angekommen war in Babylon, wurde er von Gott zum Propheten berufen. Und wir haben gestern Abend versucht, so ein bisschen herauszukristallisieren, was die Aufgabe eines Propheten in der alttestamentlichen Zeit war. Wir verkürzen manchmal das Aufgabenspektrum eines Propheten darauf, dass er die Zukunft voraussagen kann. Aber in der damaligen Zeitgeschichte war ein Prophet mehr. Ich habe das so ausgedrückt, er war der Pressesprecher Gottes, der die Gegenwart analysierte, der in dem Sinne ein Gesellschaftskritiker war, weil er die gegenwärtige Situation im Volk verglich mit dem, was Gott sich an Lebensbedingungen vorgestellt hat. Und da gab es dann immer wieder auch Bedarf für Kritik und leider auch manchmal für sehr schmerzhafte Kritik. Und gestern haben wir uns dieser Aufgabenstellung des Propheten Hesekiels genähert. Er war ein Kritiker und seine Kritik, das war der Abschnitt, den wir gestern in Hesekiel 34 gelesen haben, bestand darin, dass er die Obrigkeit, dass er die Leitung, dass er die Verantwortlichen im Volk Israel kritisiert hat, weil sie nicht selbstlos leiteten, sondern weil sie egoistisch leiteten. Eine zweite Aufgabe des Propheten besteht darin, dass er ein Tröster sein kann. Denn wenn Gott mit seinem Volk unterwegs war, dann geschah das, das ist so eine Redewendung, die wir im Alten Testament öfters finden, dass Gott durch Gericht und Gnade mit seinem Volk gearbeitet hat. Er hat sein Volk erzogen, er hat es manchmal bestraft, er hat ihm sehr Schweres zugemutet, um dieses Volk zu korrigieren, aber er hat dann dieses Volk auch wieder gnädig angenommen, weil er mit Strafe allein keine Änderung im Wesen und im Leben seines Volkes erreichen konnte. Und diese zweite Funktion, diese zweite Tätigkeit eines Propheten, die steht heute Abend mehr im Zentrum, indem wir uns bewusst machen, dass der Prophet Hesekiel eben auch nicht nur derjenige war, der Gericht angekündigt hat, sondern er durfte dann auch der sein, der Hoffnung vermittelte, der Trost spendete. Und das hing mit der Situation zusammen, in der er sich damals in Babylon befand. Diese Kolonie von Immigranten, von Gefangenen, Israeliten im Reich des babylonischen Weltreiches, die hegte zu Anfang noch die große Hoffnung, dass der Tempelbezirk in Jerusalem, dass die Stadt Jerusalem erhalten bleiben würde und dass sie einmal zurückkehren könnten in den Status quo ihres früheren Lebens und dass dann möglichst bald wieder alles gut sein würde. Dem musste Hesekiel immer wieder sprechen. Und er musste immer wieder klar machen, nein, Gott wird das angekündigte Gericht an seinem eigenen Volk vollziehen. Jerusalem wird fallen und auch der Tempel wird nicht von langer Dauer sein. Als dann die Botschaft kam, dass tatsächlich der babylonische Herrscher Nebukadnezar Jerusalem zerstört hat und der Tempel nicht mehr Bestand war, da musste der Hesekiel die andere Rolle übernehmen. Er war jetzt nicht mehr der Gerichtsprophet, sondern er war der Prophet, der Trost spenden musste.
Denn jetzt war diese Kolonie von Gefangenen in Babylon vollkommen niedergeschlagen. Sie waren desillusioniert, sie waren verzweifelt, sie wussten nicht mehr, wohin geht es überhaupt noch? Gibt es eine Hoffnung? Gibt es eine Perspektive für uns? Kann sich noch mal etwas für uns ändern, für uns als Volk und für uns als Einzelne innerhalb dieses Volkes? Und an dieser Stelle hat Gott eben den Hesekiel beauftragt und er spendete jetzt dieser Volksgemeinschaft Trost und versuchte, sie aufzurichten. Und das geschieht im sogenannten dritten Teil des Hesekiels. Das beginnt in Kapitel 33. Gestern hatten wir einen Abschnitt aus Kapitel 34. Und heute springen wir in das Kapitel 36. In den ersten 15 Versen von diesem Kapitel 36, da kündigt Gott diesem Volk Israel, das er gerade gestraft hat in einem wirklich dramatischen Gericht. Man muss sich das so vorstellen, Jerusalem war zerstört, die politische Mitte der Nation Israel gab es nicht mehr und der Tempel war nicht mehr, auch die religiöse Hauptstadt gab es in dieser Form nicht mehr. Mit anderen Worten, die Identität des israelitischen, des jüdischen Volkes war im tiefsten Inneren angegriffen. Und diesem Volk teilt Gott jetzt durch den Propheten Hesekiel mit, dass er ihnen wieder Gutes tun will, dass er sie wieder aufbauen möchte, ja, dass er sie wieder zurückführen möchte in ihr Land. Und in einem Vers, in Vers 11, geht Gott so weit, dass er sagt, ich will euch Gutes tun, mehr als je zuvor. Also Gott kündigt jetzt durch den Hesekiel diesem Volk Israel an, ich möchte euch segnen und zwar überschwänglich segnen. Ja, ich bin sogar noch steigerungsfähig. Ihr sehnt euch nach den früheren Zeiten, wie sie mal waren, aber ich verspreche euch, ich möchte euch segnen in einer Art und Weise, die weit darüber hinausgeht. Von wegen so nach dem politischen Motto, I will make America great again. Nein, nicht nur so groß wie früher, sondern Gott sagt, ich will euch viel, viel mehr beschenken. Ich möchte euch segnen in einer Dimension, in einer Art und Weise, die eure Vorstellungskraft zurzeit übersteigt. Und da ist natürlich dann die Frage im Raum, für diese Menschen damals und vielleicht für uns auch heute, wie ist das denn möglich? Gott will überschwänglich segnen, aber welche Voraussetzungen sind denn dafür zu erfüllen? Und wie soll diese Voraussetzung erfüllt werden? Wie soll dieser Umschwung denn überhaupt eintreten? Wie soll das möglich sein? Und da möchte ich gerne mit euch heute Abend aus dem Prophetenbuch Hesekiel, Kapitel 36, ab Vers 16 lesen. Und den Personen in der Technik sei Dank, hier werden die Verse jetzt auch angezeigt, sodass alle die, die keine Bibel dabei haben, gerne hier vorne mitlesen können. Ich lese das mal vor. Bei mir in der Lutherbibel ist dieser Text überschrieben, die Erneuerung Israels durch Gottes Geist. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, als das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es unrein machte mit seinem Wandel und Tun, dass ihr Wandel vor mir war wie die Unreinheit einer Frau, wenn sie ihre Tage hat, da schüttete ich meinen Grimm über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen, und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. So kamen sie zu den Heiden. Aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Lande fortziehen müssen. Da tat es mir leid um meines heiligen Namens,
den das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, wohin sie auch kamen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen: So spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch springen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Diese Verse aus dem 36. Kapitel bilden eine Art Höhepunkt im Buch des Propheten Hesekiels. Diese Ankündigung, dass Gott so an seinem Volk handelt, dass er einen neuen Bund mit ihnen schließen will, dass er ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben will, das sagt er an dieser Stelle nicht zum ersten Mal, sondern das hat er schon mal angekündigt in Kapitel 11. Hier wird jetzt diese Ankündigung aber breiter entfaltet, einen größeren Zusammenhang gestellt und auch weiter ausgeführt. Gott möchte an seinem Volk etwas Wesentliches, etwas ganz Neues tun. Er will tiefer ansetzen, möchte ich mal sagen. Er möchte einen Neubeginn machen mit ihnen. Und mit diesem tieferen Ansatz, da wird deutlich, dass es hier um etwas geht, wo es eigentlich um das eigentliche entscheidende Problem geht. Die Frage ist, wie ist denn jetzt eine Veränderung möglich? Der Tempel ist weg, Jerusalem ist zerstört. Wir sind in der Gefangenschaft. Eigentlich ist alles kaputt. Und wie kann jetzt die Beziehung wieder neu aufgenommen werden zwischen Gott und seinem Volk, zwischen mir und Gott? Und hier wird jetzt deutlich, Gott möchte tiefer ansetzen, Gott möchte beim Herzen anfangen. Gott möchte nicht die äußeren Umstände verändern, sondern er geht einen anderen Weg. Er beginnt im Innersten, er beginnt im Herzen des Menschen. Und an dieser Stelle finden wir aber in diesen Sätzen eine Bestandsaufnahme. Denn das Herz des Menschen wird hier auf eine ganz bestimmte Art und Weise beschrieben. Wenn die Bibel von dem Herzen des Menschen spricht, dann meint sie unseren Persönlichkeitskern. Dann meint sie das Zentrum unseres Denkens, Fühlens, unseres Empfindens und Glaubens. Und dieses Herz liegt nicht hier, sondern dieses Herz liegt zwischen unseren beiden Ohren, möchte ich mal sagen, wenn wir es lokalisieren wollen. Es ist unser Geist, es ist unsere Persönlichkeit. Und da möchte Gott ansetzen. Und dieses Herz wird hier beschrieben als ein steinernes Herz. Gott sagt, das natürliche Herz ist ein steinernes Herz und ich will es verändern. Aber erstmal müssen wir uns dieser Analyse stellen und uns klar machen, der natürliche Zustand des Menschen oder des menschlichen Herzens ist steinern. Was bedeutet das? Ich persönlich verknüpfe mit Stein etwas Gefühlloses, etwas Kaltes.
etwas Unveränderbares, etwas Unerreichbares, etwas, was abweisend ist, was ich nicht mehr gestalten kann, es sei denn, ich wäre ein Steinmetz und würde Hammer und Meißel nehmen. Ein steinernes Herz ist eigentlich unempfänglich und unkorrigierbar und abweisend. Und genauso beschreibt Gott den Zustand des menschlichen Herzens. Das erinnert vielleicht den einen oder anderen von uns an die Aussage eines Zeitgenossens von Hesekiel, dem Propheten Jeremia. Auch ein großer, leidenschaftlicher Prophet, der in dem 17. Kapitel seines Buches mal gesagt hat, das Herz des Menschen ist ein trügerisches und hartes Ding. Wer kann es ergründen? Wer kommt dem eigenen Herzen auf die Spur? Wer kann sein eigenes Herz verstehen? Wer kann sein eigenes Innerstes umkrempeln? Wer kann sich selber im Innersten, im Wesentlichen überhaupt verändern? Und da ist die Bestandsaufnahme und die Problemanalyse der Bibel im Hinblick auf das eigene Innere des Menschen wirklich sehr bedrängend und auch manchmal sehr schmerzhaft und nicht gerade sehr angenehm zu hören. Auch Jesus Christus hat es mal auf den Punkt gebracht, das ist nachzulesen im Matthäusevangelium Kapitel 15, als die Pharisäer, die Schriftgelehrten ihm belehren wollten darüber, dass der Mensch sich unrein macht durch das, was er durch den Mund aufnimmt. Und dann hat Jesus gesagt, nicht das macht uns unrein, was wir aufnehmen, sondern unrein macht das, was aus unserem Herzen aus uns herauskommt. Und dann zählt er auf, alles, was aus dem Herzen kommt, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Und er gibt damit zu erkennen, dass unser Herz nicht nur etwas ist, was empfänglich sein sollte, sondern er gibt damit zu verstehen, dass unser menschliches Herz oft selbst Ausgangspunkt dessen ist, was schädlich ist, was uns trennt von Gott und was unser Leben zerstört. Und an dieser Stelle ist für mich auch vielleicht der Punkt erreicht heute Abend, wo ich mir und Ihnen und dir die Frage stellen darf und möchte: Bist du schon mal an deinem eigenen Herzen gescheitert? Ist dir schon mal die Erfahrung gekommen, dass du dich sehntest nach einer Veränderung deines Wesens, deiner Persönlichkeit und gemerkt hast, dass in dir eine Kraft ist, ein Widerstand ist, eine Härte ist, die du eben nicht selber verändern kannst? Dass in dir zum Beispiel ein Hass tobt, den du nicht mehr kontrollieren kannst. Oder dass in dir eine Gier lodert und immer mehr haben will von was auch immer und du kannst es nicht kontrollieren, nicht beherrschen. Oder ein Jähzorn oder ein Neid oder ein Stolz oder eine Lästerung. Ist schon mal in deinem Leben diese Situation eingetreten, wo du gemerkt hast, ich habe ein hartes Inneres? Wer kann es ergründen? Und wer ist in der Lage, dieses Herz zu verändern? Wer ist wirklich in der Lage, dieses Herz zu verändern? Und an dieser Stelle setzt Gott hier mit der Verheißung des Propheten Hesekiels an. Er spricht von einer Kernsanierung. Eine Kernsanierung, habe ich mir sagen lassen, ist dann gegeben, wenn ein Haus gerade noch in den Mauern und in der Fassade stehen bleibt, aber alles andere im Inneren wird verändert und auf neuesten Stand gebracht. Alle Leitungen werden erneuert und dann ist eben die Geschichte mal wieder richtig rund und gut. Und von einer solchen Kernsanierung des Menschen spricht Gott hier. Er sagt, das ist
die Voraussetzung dafür, dass es mit euch als Volk Israel, und ich darf das dann auch in unsere heutige Zeit übertragen, dass es mit uns und unserem Leben und unserer Gemeinschaft mit Gott zukunftsbezogen wirklich weitergeht und unser Leben nicht in einer Sackgasse endet. Eine solche Kernsanierung, die ist erforderlich. Aber wie soll das gehen? Wie wird diese Kernsanierung überhaupt möglich in unserem Leben? Wie ist eine Veränderung deines und meines Lebens oder deines und meines Charakters möglich? Geht das überhaupt? Kann man einen Charakter ändern? Kann sich eine Persönlichkeit wirklich ändern? Und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass in diesem Kapitel 36, jetzt nicht nur in diesen Versen, die wir heute Abend gelesen haben, sondern in diesem ganzen Kapitel 36 mit einer sehr großen Dringlichkeit und Leidenschaft Gott sagt, ich bin derjenige, der hier handelt. Also Gott sagt, ich rede von einer Kernsanierung, ich rede von einer Herzensveränderung, aber er macht auch ganz stark deutlich, ich habe das mal gezählt in diesem Kapitel, ich glaube, ich bin auf 17 oder 18 Mal gekommen, wo Gott sagt, ich will etwas tun. Er ist der Handelnde. Und das befreit mich ein Stück weit. Ich werde am Ende des Abends auch etwas über unsere Verantwortung sagen, aber erstmal möchte ich sagen, jeder menschlichen Veränderung, jeder menschlichen Verantwortung, jedem menschlichen eigenen Initiativen handeln, geht erstmal das voraus, was Gott tut. Und ohne dieses Handeln Gottes, durch seine Gnade, durch sein Wort, durch seinen Geist, durch seinen Sohn Jesus Christus, den lebendigen Gott in unserer Gegenwart, ist alles eigene Rumwerkeln an mir eigentlich vergeblich. Das ist also etwas, was ich uns mitgeben möchte, in unsere gegenwärtige Lebenssituation hinein. Wenn wir über Kernsanierung in meinem Leben, in unserem Leben nachdenken, dann bitte ich dich im Namen Gottes, nimm zur Kenntnis, Gott will derjenige sein, der handelt. Ein zweites, was ich vorausschicken möchte. In diesem Kapitel wird auch sehr, sehr deutlich von Gott betont, eigentlich schon fast überbordend deutlich betont, warum er das tut. Was das eigentliche Motiv seines Handelns ist. Er betrachtet sein Volk Israel, das Volk, das er liebt, die Menschen, denen er helfen möchte, die er überschwänglich segnen will. Und dann erklärt er, warum er das tut. Er sagt, ich tue es um meines heiligen Namens willen. Denn ich stelle fest, dass ihr, mein eigenes Volk, mich eigentlich überall lächerlich macht. Ihr entheiligt meinen Namen. Die Heiden spotten über euch. Und weil sie sehen, wie ich euch bestrafen muss, denken sie, ich wäre nicht Realität. Ich wäre keine ernstzunehmende Größe. Ich wäre nicht der heilige, lebendige Gott. Und weil ich das nicht ertragen kann, darum segne ich euch jetzt, damit die Heiden sehen, ich bin dennoch der Herr. Und wir haben hier eine ganz interessante Betrachtungsweise. Die Theologen sprechen davon, dass es hier um eine theozentrische Betrachtungsweise geht. Gott handelt an uns zum Guten um seiner selbst willen. Auch das ist eine Aussage, die wir nicht nur bei Hesekiel finden, sondern bei den ganzen anderen Propheten auch. Mit besonderer Leidenschaft hat das der Jesaja deutlich machen dürfen. Dem Jesaja hat Gott solche Worte in den Mund gelegt wie, ich tilge eure Übertretungen um meinetwillen und gedenke eurer Sünden nicht mehr. Auch da sagt Gott, ich bin euch gnädig, nicht weil ich dazu verpflichtet wäre. Nicht weil ihr es verdient hättet, Gnade kann man eben nicht verdienen, sondern weil ich mir selbst und meinem Charakter, meinem Wesen, meiner Barmherzigkeit, meiner Liebe treu bleibe. Um meiner selbst willen handle ich an dir zum Guten.
Und auch das, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, auch das befreit mich. Wenn ich diese Zusage in Gottes Wort lese, dass Gott mich segnen will und begnadigen will und die Ursache dafür nicht bei mir liegt, sondern bei ihm liegt, dann merke ich, dass Gott wirklich an dieser Stelle souverän ist und er ist der Garant für alles Gute in meinem Leben, was passieren darf. Und jetzt möchte ich darauf eingehen, wie Gott diese Kernsanierung plant. Wie sieht das aus? Und da stehen im Vordergrund die Verse 25 bis 27, dieses Filetstück aus diesem Text, ein ganz komprimierter Textabschnitt, der eben deutlich macht, wie dieses evangeliumsgemäße Handeln Gottes beschrieben wird. Und es beginnt in Vers 25. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Gott beginnt damit, dass er Vergebung gewährt. Und ich würde sagen, das ist immer der erste Schritt des Handelns Gottes in der Rechtfertigung, dass er uns eben vergibt, dass er uns versöhnt mit sich selbst, dass er all das wegnimmt, was uns von ihm trennt. Das ist hier die Voraussetzung. Er vergibt, er nimmt weg, was uns belastet, er bewältigt meine Vergangenheit, er versöhnt mich mit sich durch die Vergebung, die mir im Glauben an Jesus, seinen Sohn, möglich wird. Und das ist dann auch die Voraussetzung für den nächsten Schritt, der dann so beschrieben wird: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also Gott nimmt mir etwas und er gibt mir etwas. Er nimmt meine Schuld, meine Unreinheit, alles Trennende weg und gibt mir dafür von sich selbst, von seinem Wesen, aus seinem Reichtum etwas. Er befähigt mich, er begabt mich, er beschenkt mich. Und das ist die Begabung, würde ich mal sagen. Das eine ist die Vergebung, das andere ist die Begabung. Man könnte auch sagen, um das mal theologisch auszudrücken, das eine ist die Rechtfertigung und das andere ist die Befähigung zur Heiligung. Ich habe einen Glaubensstand in Christus vor Gott, mir ist Vergebung widerfahren, ich bin versöhnt. Und der zweite Schritt, hier alttestamentlich ausgedrückt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, das ist dann die Geisterfüllung, die Geistbegabung, die wir im Neuen Testament eben im Pfingstereignis heilsgeschichtlich ausgedrückt finden. Und in diesem Doppelschritt ist Gott mit uns unterwegs. Ich möchte das mal in einem Bild deutlich machen. Wir stellen uns vor, wir haben einen PC, das ist eine Festplatte. Und diese Festplatte ist durch viele Viren zerstört, verdorben, überladen und eigentlich gar nicht mehr richtig handlungsfähig. Sie ist regelrecht vergiftet. Und damit dieser PC wieder betriebsfähig wird und einer guten Sache zugeführt werden kann, muss erstmal diese Festplatte gereinigt werden, befreit werden von all dem, was da drauf ist und was eigentlich die ganze Geschichte blockiert und beschädigt hat und unfähig macht für den weiteren Betrieb. Aber wenn diese Reinigung vollzogen ist, dann ist es ratsam, ein ganz neues Betriebssystem zu laden, ein ganz neues Programm aufzuspeichern. Und dass dann diese Hardware mit einem neuen Programm unterwegs sein kann.
Und so ähnlich, das ist jetzt nur ein krückenhaftes Bild und Sie haben gemerkt, ich bin nicht wirklich der Technikfreak. Ja? Das war sehr hölzern, wie ich das hier beschrieben habe. Aber es geht darum, dass Gott mich auf der einen Seite befreit von dem, was mich behindert und belastet und dass er mich auf der anderen Seite beschenkt mit etwas, ja, ich möchte es so sagen, mit etwas, was übernatürlich ist. Diese Handlung Gottes an uns ist ein Schöpfungsakt. Im Neuen Testament wird dieses Handeln Gottes einmal so ausgedrückt: Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung Gottes. Und eine andere Begrifflichkeit, die das, was hier Hesekiel im 36. Kapitel beschreibt, wiedergibt, eine andere Begrifflichkeit in der Bibel, ist das Wort Wiedergeburt. Gott hat etwas ganz Neues gemacht in unserem Leben. Er hat eine radikale, ganz tiefgehende Veränderung bewirkt, eine Neugeburt möglich gemacht, eine Wiedergeburt. Da gibt es im Neuen Testament ein Gespräch zwischen Jesus und einem Mann, der hieß Nikodemus. Und diesem Nikodemus sagt Jesus, du kannst nur in das Reich Gottes kommen, wenn du von Neuem geboren wirst. Und da sagt Nikodemus, ja, wie soll das denn passieren? Ich kann doch nicht von Neuem geboren werden. Ich kann doch nicht in den Bauch meiner Mutter zurückkriechen und nochmal auf die Welt kommen. Und nochmal so als kleines, unschuldiges, mehr oder weniger unschuldiges Kind beginnen. Und dann antwortet Jesus und sagt, es geht um eine Neugeburt, die entsteht aus Wasser und Geist. Und wenn wir jetzt mal wieder diese beiden Textabschnitte, Hesekiel 36 und Johannes Evangelium 3 miteinander vergleichen, dann sehen wir vielleicht auch hier eine gewisse Entsprechung. Bei Hesekiel ist die Rede davon, der erste Schritt, da sagt Gott, ich will euch mit reinem Wasser besprengen und euch reinigen. Das ist eine priesterliche Ausdrucksweise für den Akt der Vergebung. Und ich will euch einen neuen Geist und damit auch ein neues Herz schenken. Und in Johannes 3 finden wir in den Worten von Jesus eine ähnliche Entsprechung. Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Veränderung in dieser Radikalität, in dieser tiefen Wirkung wird uns von Gott angeboten, eben in diesem Schritt Vergebung und Begabung, Vergangenheitsbewältigung und Zukunfts- und Gegenwartsneugestaltung, aber jetzt eben unter der Regie des Heiligen Geistes, unter der Regie des in uns wohnenden Jesus Christus. Und diese beiden Dinge kann man nicht voneinander trennen. Man kann nicht Rechtfertigung und Heiligung, Vergebung und Neubelebung voneinander trennen, sondern das ist in der Bibel eine Einheit. Im Epheserbrief sagt Paulus im ersten Kapitel, dass alle die Menschen, die das Wort der Wahrheit im Glauben angenommen haben, im selben Augenblick versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Erlösung. Also jemand, der mit Gott lebt, der darf davon ausgehen, dass er auch den Geist Gottes in sich hat und damit die ganze Kompetenz, die ganzen Möglichkeiten Gottes für sich in Anspruch nehmen darf. Und das ist die Frage, die ich uns an zweiter Stelle oder die zweite Frage, die ich mir selber und dir mitgeben möchte. Die erste Frage war, bin ich schon mal meinem eigenen Herzen gescheitert? War ich schon mal verzweifelt über mich selbst? Nicht über die Umstände in meinem Leben, ja, auch die können uns manchmal zur Verzweiflung bringen, durchaus. Aber kennen wir auch die Verzweiflung, die Traurigkeit über uns selbst? Und wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dann ist die zweite Frage,
habe ich vielleicht auch schon mal diese Erfahrung gemacht, die hier beschrieben wird? Diese Verheißung, die im Neuen Testament im Pfingstereignis heilsgeschichtlich zum ersten Mal verwirklicht wurde, aber die jeder in der Folge machen darf, der sich an Gott wendet und im Glauben auf ihn zugeht? Haben wir diese grundsätzliche Erfahrung auch schon mal gemacht in unserem Leben? Ich möchte heute Abend dazu einladen, zu dem, was die Bibel Wiedergeburt nennt, Kernsanierung nennt, Entscheidung für Christus nennt. Ich weiß nicht, welche Begrifflichkeiten wir dafür verwenden wollen. Jedenfalls ist das das radikale, tiefgehende Schöpfungsangebot Gottes für unser Leben. Und dann ist die Frage, welche Folgen ergeben sich daraus? Wenn ein Mensch jetzt mit dieser Kernsanierung in seinem Leben umgeht und weitergeht, was ist dann das Ergebnis? Welche Schlussfolgerungen können wir dann ziehen? Und da wird in dem Verlauf des Kapitels Verschiedenes erwähnt. In Vers 27 sagt Gott, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also Gott will uns befähigen, Menschen zu sein, die mit ihm unterwegs sind, die ihm immer mehr entsprechen, die das, was Gott sich unter unserem Leben vorstellt, auch umsetzen können. Wenn es um diese Geistbegabung geht, dann geht es nie nur um Erkenntnis. Dann geht es nicht nur um Wissensvermehrung, um theologische Zuwächse oder dass ein frommer Mensch noch frommer wird, sondern es geht darum, dass sich daraus auch eine Befähigung zum Leben im Glauben ergibt. Ich will solche Leute aus euch machen, die meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das geschieht nie in Perfektion, das ist klar. Aber Heiligung sollte auch ein Prozess sein, der Fortschritte macht. Eine Veränderung meiner Persönlichkeit, eine Veränderung meines Lebens, die für andere vielleicht auch erkennbar ist. Und eine Veränderung, die wird im weiteren Verlauf des Kapitels angesprochen, die taucht jetzt nicht in dem Textabschnitt auf, den wir gelesen haben, aber in Vers 31 da spricht Gott, dann werdet ihr an eure bösen Wandel denken und an euer Tun, das nicht gut war, und werdet euch selbst zuwider sein, um eurer Sünde und eures Götzendienstes willen. Also Gott spricht an, wenn ich das an euch getan habe, wenn ihr solche Persönlichkeiten seid, die von mir und meinem Wesen, von meinem Geist erfüllt sind, dann wird das steinerne Herz nicht mehr steinern sein, sondern es wird sensibel sein. Es werden auf einmal Regungen auftauchen, die uns vielleicht vorher fremd waren. Auf einmal empfinden wir Scham an einer Stelle, wo wir früher ganz gelassen und cool drüber weggegangen sind. Wir empfinden Gewissensbisse, Gewissensregungen. Wir empfinden Sehnsüchte, Leidenschaften an Momenten und Situationen und in Zusammenhängen, die uns vielleicht früher nicht so gegeben waren. Mit anderen Worten, wo Gottes Geist wirkt, verändert sich ein menschliches Leben, eine menschliche Persönlichkeit. Das geschieht nicht im Schnelldurchlauf. Das ist ein Prozess. Das ist ein lebenslang anhaltender Prozess. Aber es ist ein Veränderungsprozess, in dem wir kontinuierlich bleiben sollten und auch bleiben wollen. Und wenn das geschieht, wenn sich unsere Persönlichkeit verändert, weil Gott, weil Jesus an mir arbeitet, weil seine Liebe mich verändert, dann wird durch das, was er an mir tut, auch in meinem Leben sich etwas ändern. Dann wird durch dein Zeugnis, durch deine Ausstrahlung, durch dein Wesen, durch die Veränderung, die Gott in deinem Leben bewirkt, dann wird dadurch auch deine Umwelt erreicht
bekommt neue Signale und vielleicht können wir sogar im größeren Stil etwas verändern. Ihr kennt diesen Satz, wenn viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, dann wird das Gesicht dieser Welt verändert. Wenn wir zulassen, dass Gott uns im Innersten erreicht und wir uns verändern lassen durch ihn, dann dringt das nach außen. Jesus hat mal gesagt in Matthäus 12, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und dann führt er weiter aus, ein böser Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das hervor, was in ihm schlummert. Und ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das hervor, was in ihm schlummert. Und wenn mein Innerstes erreicht wurde von Jesus, dann darf ich davon ausgehen, dass durch mich Gutes geschieht, weil Gott mich dazu beauftragt und auch dazu befähigt. Und jetzt stehen wir hier heute mit einer riesengroßen Verheißung. Eine Verheißung, die, wenn mir jetzt Psychotherapeuten oder Psychiater oder Seelsorger zuhören würden, und vielleicht sind auch einige davon unter uns, die sagen, naja, Andreas, da hast du den Mund aber sehr voll genommen. Und wie sieht das denn bei dir überhaupt aus, Andreas? Erlebst du denn diese Veränderung in dieser Radikalität und bist du auch immer schön so auf der Spur und ist das bei dir auch so eine steigende, steil aufgehende Veränderung zum Guten? Wirst du immer heiliger und so weiter und so weiter? Dann muss ich sagen, nein, leider nicht. Meine Glaubenslinie und auch meine Heiligungslinie ist keine lineare Entwicklung, die so nach oben führt, sondern wenn ich das grafisch irgendwie ausdrücken sollte, dann würde ich sagen, meine persönliche Lebensentwicklung mit Jesus ist so eine Fieberkurve. Ja, da gibt es Downs und Ups und Auf und Nieder und manchmal bin ich ganz unten und manchmal bin ich auf seligen Höhen. Ja? Die Frage ist nur, wohin führt langfristig die Tendenz dieser Entwicklung? Und in dieser Nüchternheit möchte ich dich und mich einladen, dass wir uns dieser Verheißung stellen. Und dass wir das in Anspruch nehmen. Dass Gott hier spricht und sagt, ich bin der Handelnde und ich tue es um meinetwillen. Ja, auch um deinetwillen, aber das Wesentliche ist, ich möchte handeln in deinem Leben. Und meine Verantwortung besteht dann darin, dass ich das, was Gott tun möchte, in meinem Leben zulasse. Und dafür gibt es auch im Prophetenbuch Hesekiel eine Stelle, die inhaltlich mit unserem Text von heute verknüpft ist. In Hesekiel 18, Vers 31, da sagt Gott, werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist seltsam, nicht wahr? Vorher hat Gott immer gesagt, ich mache das neue Herz und ich mache den neuen Geist. Und hier an dieser Stelle ändert aber der Hesekiel oder Gott durch Hesekiel mal den Wortlaut und sagt, ja, Gott ist der Handelnde, aber im Nachgang zu dem, was Gott verheißt, darfst du, darf ich, dürfen wir jetzt aktiv werden. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns neu öffnet für genau diese tiefen Dimension seines Handelns. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du erschüttert bist über die Härtigkeit deines Herzens und über die Widerstandskraft, die in dir ist und über den Zweifel, den du nicht los wirst und über die Gefühllosigkeit, die du hast und über die Unempfänglichkeit gegenüber dem Wirken Gottes. Und dann lade ich dich ein, dass du Gott bittest, dass du Gott einlädst, dass er an dir handelt und dass er sein Wort an dieser Stelle
wahr macht und dich verändert, dein Herz erreicht, Kernsanierung betreibt und dann durch dich auch die Welt, in der du lebst, umgestaltet. Gott ist derjenige, der unser Herz erreichen kann. Einer, der das in einer wunderbaren Art und Weise ausgerückt hat, das war der Evangelist Johannes. In seinem Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, da sagt er, Gott ist größer als unser Herz. Er weiß alle Dinge. Und wenn mein Herz tobt und mich selber anklagt, dann darf ich mit diesem kranken, trügerischen, harten, verdorbenen, dunklen Herzen zu Gott gehen und sagen, Herr, hier bin ich, mit meiner Unfähigkeit, mit meiner Grenze und ich bitte dich herzlich, handle du an mir. Amen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du wirklich der Christus bist, der Heiland, der Retter, der Erbarmende, dass du Gott bist und dass du in diese Welt gekommen bist und all das wahrgemacht hast, dass diese Verheißungen, die vor 2600 Jahren in diese Welt gestellt worden sind, in dir erfüllt worden sind und für uns heute greifbar geworden sind. Ich danke dir dafür, dass du in der Lage bist, unser Innerstes zu erreichen, unser Innerstes zu verändern. Und du tust das immer wieder neu. Und ich bitte dich neu um diese Erfahrung für uns ganz persönlich, für uns hier als Gemeinde, in der Matthäusgemeinde. Ich bitte dich darum, dass wir nicht an uns selbst scheitern, in dem Sinne, dass wir bei uns selbst stehen bleiben, sondern dass wir mit unseren Grenzen, mit unserer Ohnmacht, mit unserem unguten Wesen zu dir gehen und von dir erwarten, dass du das Entscheidende tust. Ich danke dir dafür, dass es eine befreiende Botschaft ist und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das auch weiterhin als befreiende Botschaft in unserem Leben gelten und stehen zu lassen. Und so wollen wir auch mit dir gehen in diesen Abend. Wir wollen dich bitten, dass du bei uns bleibst, uns behütest. Herr, wir kommen zu dir und bitten dich, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe du dein Angesicht auf uns, schau du uns an und gib uns, erhalte uns deinen Frieden. Amen.